Weißt du, was wirklich gruselig ist? Richtig, Google Plus! Aber noch gruseliger ist, richtig, Google Maps, Street View. Google Street View. Ja, okay, ne? Da, wo das Auto durch deine Straße fährt, Fotos macht von allem und jedem. Und manchmal ist was verpixelt und manchmal einfach nicht. Und wir gucken uns heute Google Street View Fails an. Auf Watson. Weil ich habe keine Idee für Content. Also ich muss sagen, es fängt sehr stark an heute, oder? Lass mal ein Like da. Einfach so. Sie hat halt innerhalb von einer Sekunde entschieden, einfach Seestern zu spielen. Ist da die krosse Krabbe? Nein, hier liegt Patrick. Also ich meine, das ist ja auch eine Kunst. Vielleicht wollte sie wirklich nicht von vorne fotografiert werden. Dann hat sie einfach gedacht, Mikado. Mikado gegen sich selbst gespielt und verloren. Ich finde das gut. Oder es ist andersrum. Es sieht einfach aus. Matrix. Und sie steht einfach richtig cool auf. Eins von beidem wird es sein. Was macht die Frau da? Die, also was man in diesem Bild sieht, ist, das ist eine Fahrschule. Und da werden die Pedale erklärt. Mit Zeigen, mit dem Mund. Er markiert einfach. Er will einfach sagen, dieses Auto mit offenem Fenster, das gehört mir. Ich pinkel dagegen und von hinten kommt einfach so ein Google-Lastwagen mit 800 Kameras drauf und nimmt ihn einfach in Surround auf. Er ist quasi im Metaverse. Google Street View ist eigentlich das Metaverse, oder? Warum sind Männer so? Hätte nicht dagegen den Busch pinkeln können? Der freut sich. Aber der Straße ist es egal, ob die bewässert wird oder nicht. Also wenn er schon nicht gegen den Baum pissen möchte, da hinten ist so ein Laternenpfahl, das bietet sich immer an. Man hat da, das ist sowieso, Frauen, ihr müsst euch das vorstellen, wie Magneten. Ne? Lange, phallusähnliche Dinge möchte man anpinkeln. Okay, wir hören genau hier auf mit dem Satz, ja. Wir machen weiter. Oh mein Gott! Was? Die Nummer 2 kann man da auch machen. Oder das ist einfach eine Hose, die oben sehr hautfarben ist. Oder der spielt halt Taube und kackt dahin. Mama, ich bin auf Street View. Und dann kommt einfach das raus. 2000, was steht da? 12. Mittlerweile ist ja auch wirklich viel gepixelt und die KI ist wahrscheinlich ein bisschen klüger geworden, weil dümmer geht wahrscheinlich nicht. Aber was passiert da? Ist das eine Prügelei? Vielleicht sind das Bruder und Schwester und dann, nein, stopp. Oh, wie schön. Ein Pferd mit einem Reiter. Das Pferd hat schon eine Pose, die nichts Gutes weiß. Oh mein Gott. Ich predicte, dass dieses Pferd jetzt auf das Google-Auto zuläuft. Und dann passiert mit dem Pferd... Lasagne, okay? Okay, nehmen wir mal das Pferd. Das läuft aber weg. Hier unten ist irgendwie noch ein Fehler, ein Glitch in der Matrix. Und dann... Oh Mann, Alter, das... Irgendwie ist das traurig, aber auch so schön. Hier noch so richtig romantisch Richtung Sonnenuntergang mit dem Reiter. Und dann einfach... Freedom! Das Pferd hat es geschafft. Ich bin glücklich fürs Pferd. Ich mag Pferde. Pferde haben das verdient, frei laufen zu dürfen. Da, Google hat es ermöglicht. Aber ist auch scheiße für so ein Pferd, wenn von hinten wie alt ist, ein Kamerawagen angefahren kommt. Deswegen immer schon was überziehen, wenn man auch nur kurz rausgeht. Heike, das müssen wir pixeln. Aber die steht dann einfach vollkommen nackig rum. Das sind diese geilen 40-Jährigen um die Ecke, ich wusste es. Opa, mit dir stimmt was nicht. Opa macht Yoga. Aber das ist Noga, Alter, das ist am Walensee in jedes Städtchens Quarten wurde übrigens Gott gesichtet. Ich habe mir irgendwie Gott immer anders vorgestellt, aber gut. Ich hätte jetzt gesagt, da ist eine Mücke gegen eine Kamera geflogen, aber you do you. Ne, whatever you believe is fine. Wenn das Gott für dich ist, ist das gut für mich. Für mich sieht er anders aus, okay? Ein bisschen wie Ronald McDonald, aber lass uns nicht drüber reden. Hoffentlich kennt seine Frau Google Street View nicht. Holt er sich eine hart arbeitende Sexworkerin? Ja. Guck mal, er holt sich direkt zwei, damit sie beide summiert dasselbe Alter haben wie er. Oh no! Das ist ganz bitter. Also sich vom Google-Kamera-Auto erwischen zu lassen, während man fremd geht, ist auch wirklich eine Kunst. Ich glaube, da muss man das gewollt haben, weil random passiert es nicht. Das ist kein Zufall. Ich glaube doch an Gott. Und dann fällt auch noch das Google-Auto selbst. Wird jetzt einfach es wird wirklich rangewogen. Ey! Hände ans Lenkrad und das Google-Auto mit seiner KI komplett ohne Fahrer. Ich hab keine Hände, was soll ich machen? Ich frag mich wofür, vielleicht über Rot gefahren? Aber das ist ja hilarious, es macht einfach immer weiter Fotos. Wie kann das legal sein? Ich find's ja toll und so, aber wie kann das legal sein? Es ist alles eine Frage der Perspektive. Also was ist denn das für ein verzweifelter Artikel? Ich dachte, die Sachen sind witzig, aber aktuell bin ich ja... Also nur weil da Oma irgendwie sich die Radieschen von oben schon mal anguckt, um zu wissen, ob sie die auch von unten sehen möchte, da muss man ja nicht direkt einen Artikel drüber schreiben. Der Vollmond! Au! Schön, danke, Alter. Das ist ganz wild, Alter. Zieh dir eine Hose an, bitte. Guck
Guck mal, da ist ein Bild von Heike, als sie letztens skaten war. Ist das dieser, das ist dieser Knackflip, ne? Wenn man dann einfach, oh mein Gott, Alter. Und die hat Flipflops an. RIP. Flipflops sind nicht fürs Gehen gemacht. These boots ain't made for walking. Okay, if you know what I mean, kauft euch die Ahoi-Sause Adiletten bitte. Mittlerweile könnte man auch sagen, das hat eine künstliche Intelligenz einfach geartworked. Was ist denn das? Ich glaube, früher habe ich Katzen auch so gemalt. Hier. Meine Vögel. Wenn ich Vögel gemalt habe, früher hatten die auf dem Schnabel nochmal einen Mund. Das wiederum finde ich lustig. Der Hund, ne, möchte dem Briefträger und in dem Fall dem Google-Auto hinterherlaufen und bleibt stecken. Der Hund ist definitiv viel zu fett dafür. Guck mal, wie klein die Sachen sind. Komische Menschen so. Ja, die hilft dem halt beim Urinieren oder so. Ich weiß ja nicht. Was machen die da? Kowalski-Analyse. Das ist... Wenn das ein gestelltes Foto ist... Warum? Warum würdet ihr das machen? Was man halt macht, wenn man Auto fährt. Na, Entschuldigung, ne, bevor es ihnen dann Hirn eindringt. Ne, bis da so einfach so ein hartes Stück Popel deinen Hirnstamm durchtrennt, würde ich wahrscheinlich auch popeln. Ist er einfach Rudolf the Red-Nosed Reindeer, Alter? Was hat denn der auf dem Kopf? Er ist wirklich ein Rentier! Und der andere macht einen Kotzi! Wieder. Mama, ich bin im Internet. Oh mein Gott, das ist ja wirklich schon passiert. Gott! So habe ich mir ihn immer vorgestellt! Aber die sagen natürlich, dass da jemand drauf geschissen hat. 360-Grad-Kameras waren auch ein Fehler, weil es sieht alles cursed aus. Wenn irgendwie Kacke auf der Linse ist, selbst die Kacke sieht irgendwie mega dramatic aus. Das sieht aus, als hätte das Haus laktiert. Es ist noch nicht vorbei, hier kommen ein paar krasse Google Street View Krimis. Okay. Oh mein Gott, Alter, das ist wirklich ein Krimi. Imagine, dir wird dein Fernseher geklaut und du kannst einfach auf Google Street View gucken, wer es war. Merkt man nicht, dass diese Autos an einem vorbeifahren, Alter? Er chillt da einfach mit seiner Bazooka oder so. So fangen Creepypastas im Internet an, Alter. Das darf man nicht machen. Wo ist die Mama? Im Gucci-Store. Das ist ein Gucci-Kind. Die verkaufen jetzt auch Kinder, Heike. Die machen dann aus der Haut, ne? Weil die so faltenfrei machen, die schöne Ledertaschen. Was ist denn das? Don't mind me, Alter. Ich habe hier nur mein Stoppschild mit dabei. Das ist sehr illegal in Deutschland, die zu klauen, by the way. Hab auch schon drüber nachgedacht. Die Gedanken sind frei. Aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Das Schild steht jetzt bei den Space Rocks. Nein, tut's nicht. Das ist ja eigentlich viel spannender, diese ganzen Feldwege, wo das Google-Auto nicht hinkommt. Fährt er da ein Fahrrad durch? Und dann sitzt da so ein Mann im... Oh mein Gott, stellt euch vor, der arme Autofahrer oder Fahrradfahrer von Google sieht so eine Scheiße. Der denkt, der spielt Stalker. Also er spielt Stalker, aber ich meine das Spiel, wo die alle die Gasmaske tragen. Niemand versteht den Witz mal. Da halt dein Maul. Okay. Das ist ein Krimi, aber die ganze Situation wird noch viel krimineller zusammengefasst von Watson. Dieser Junge kennt kein Halten mehr. Halt die Fresse! Der hat auch Gott gesehen. Der hat den rot-schwarzen Gott gesehen. Vorbei. Ach ja, Familienspaß! Da hinten, Entschuldigung, drittes Kind ist... Das lebt nicht mehr. Die Frau, Google-Auto lächeln. Mann, das war aber kriminell. Ich sag's ja, Alter. Was tut ihr dem armen Google-Mann an? Oh mein Gott, Alter. Also entweder ist es gestellt, dann haben wir alle gelacht. Oder der ist einfach The Ring, Alter. Das ist ganz schön unangenehm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwann hat sie gedacht, wir haben zweimal Taucheranzüge. Komplette Montur. Und dann laufen wir dem Google-Auto hinterher, nur um dieses Foto zu haben. Und wisst ihr was? Ich akzeptiere das. Ich akzeptiere den Versuch. Nee, Alter. Das ist einfach jede deutsche Dorfgemeinde. Das ist zwar nicht Street View, aber es ist großartig. Stellt euch vor, es gibt einfach keine Züge und Busse oder Autos mehr, sondern nur noch Esel. Und dann wisst ihr, wie die Leute früher drauf waren. Früher war alles besser. Bist du mal Esel geritten? Ich schon. War actually okay. Okay, Mut. Das ist mein Leben. Ich weiß nicht, ob ich der Rentner bin oder der Hund, aber eins von beidem. Ja, non-biased künstliche Intelligenz, die Menschengesichter zensiert, aber dann nicht bei allen Menschen gut klappt. Good job, Google! Ich habe ja gesagt, Google ist ein Fehler. Also wirklich, das ist ja auch... Oh mein Gott. Hä? Ich habe mehrere Fragen dazu. Warum sind so viele Leute sauer auf das Google-Auto? Also ich muss jetzt mal sagen, so traurig es auch ist, aber das erinnert mich irgendwie mega krass an den Berliner Zoo, an den Hauptbahnhof, an den Bahnhof Zoo, wo die alle ihr Zelt aufgeschlagen haben und es einfach echt literally auch gemütlicher aussieht als bei mir, weil ich einfach kranker Messi bin. Ach, Männer. Männer sind einfach, warum gehen die nicht einen Schritt weiter in den Busch? Huah! Mr. Fantastic hat seine... Das ist das Kind.
Das ist das Gucci-Kind. Gucci-Kind. Handtasche. Oh mein Gott, Möwen sind solche Arschlöcher, wirklich. Also wenn ihr was zu essen habt, ihr seid Beute. Möwen sind gemeingefährlich, wirklich. Die scheißen übel viel, obwohl sie nicht viel essen, aber sie essen auch viel. Wenn ihr euch mal wieder fragt, wo euer Paket bleibt. In diesem Sinne, wo bleibt denn eigentlich das Outro?